Wobei Aldi hat sogar noch eine halbwegs in Ordnung Qualität. In Ordnung Qualität, also es war jetzt irgendwie nicht deutsch. Englisch war es auch nicht. Vielleicht war es sächsisch. Also der Mix aus beidem. Ursprünglich ja. Langsam interessiert es mich dann doch, wie viel XP in den Öfen gespeichert ist. Probieren wir es aus. Ich bin jetzt auf Level 16. Ich bin auf Level 5. Öfen fest. Und einmal und zweimal und dreimal und viermal. Okay, jetzt bin ich auf Level 32. Ich hab grad Phantasialand-Werbung in der Playlist. Okay. Apropos, ich wollte immer noch. Kommen Sie zu Phantasialand. Eigentlich diesen Urlaub. Keine Ahnung, aber Phantasialand hat jetzt scheinbar irgendeine Steampunk-artige Welt. Ich will immer noch in den Europapark. Ja, keine Werbung, bitte. Du kannst ja überall einen Hashtag einfach an alles schreiben, so wie auf Instagram immer mit Werbung wegen Markennennung, Werbung wegen Markennennung, Werbung wegen Markennennung. Werbennennung. Ein bisschen Wagennennung. Welchen Wagen fährst du denn? Renault Zoe. Noch mehr Werbung. Ja. Nee, Wagennennung. Wagennennung. Ja. Ja, hab grad meinen Wagen genannt. Ja. Werbung wegen Wagennennung. Instagram. Autsch. So, ich brauche mal wieder Stein. Runter in den Keller. Auf geht's, ein paar Kühlein züchten hier. Auf die Plätze, fertig, boing. Und schon haben sie gefickt. Nee, ich muss bloß noch alle mal anlocken. Ich stehe gerade noch hier so in der Gegend rum. Haben noch nicht alle reagiert. Schaust den Kühen beim Ficken zu. So wie im wahren Leben auch. Ich sammle immer noch Level hier. Manche Leute stehen halt drauf, Kühen beim Ficken zuzuschauen. Natürlich. Wer bist du denn, Bauern zu judgen? Ja. Ich meine, es gibt auch welche, die ihre Kühe selbst befruchten. Also. Natürlich. Solange es nur Kühe sind. Also gibt's halt wirklich. Ich habe mal ein Video in der Doku dazu andere gesehen. Sind. Es ist nicht sehr schön zum Ansehen. Andere Leute sind Sportlehrer, oder was? Ja, die befruchten auch Dinge. Ich glaube, die Mauer ist ein bisschen niedrig. Eine Karotte, hey. Oh, whoops. Habe gerade festgestellt, dass man in deinen Brunnen tauchen kann. Tja. In welchem? In dem bei dir unten am Berg, also unten am Berg, auf der Fläche, die du vom Berg befreist. Ach, du weißt, denn der eigentliche Cobblestone-Generator ist? Keine Ahnung, ich sehe hier keinen Lava. Glaub mir, sie ist da. Ich kann es dir kurz zeigen. Oh, sie ist in der Mitte. Natürlich ist sie in der Mitte. Wo denn sonst? Ah. Was habe ich jetzt hier veranstaltet? Ich habe keine Ahnung. Aber was Gutes scheint es ja nicht zu sein. Koks, 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 okay, vielleicht wär's mal eine
Vielleicht wäre es mal eine coole, kluge Idee, das hier zu enden. Die mal dicht zu machen. Was, du willst den Stream schon beenden, oder was? Nö, ich würde die Mauer hier dicht machen. Das ist meine Idee. Lass sie offen. Warum sollst du die Mauer dicht machen? Ist doch nicht so, dass die irgendwas schützen soll oder so. Tja. Ich weiß auch nicht. Ja, mal gucken, wie lange sie brauchen bei Saturn, bis mein Fernseher bereit ist. Nur den hatte ich eigentlich auch noch bestellt. Hast du den Fernseher bestellt? Ja, das Wohnzimmer. Wenigstens ein 4K-Ding, oder? Ja. Nice. Für 400. Nur 400 Euro? Boah, ist jetzt nichts Besonderes. Das ist hübsch. Ich dagegen mit einem Fernseher, der gerade so Full HD kann. Ja gut, ich dachte, es kommt mal. Das fehlte noch irgendwie so als Einrichtungsstück im Wohnzimmer. Erst dann ist es ein Wohnzimmer. Ja, aber guck doch, du guckst doch eh keinen Fernsehen. Ja und? Aber Netflix. Gibt's da eigentlich momentan irgendwas Gutes, oder? Wie gesagt, Bo Burnham's Inside ist recht chillig. Auch wenn's halt. Es ist ein fucking Brett. Danach sitzt du erstmal da und guckst etwas, starrst etwas in die Leere. Das Ding ist witzig, aber hart. So muss das. Internet, have a look around. Anything that brain of yours can think of. So, sehr schön. Dann kann hier Mollys Leuchtturm hin auf die Insel. Du hast eine Insel gebaut? Ne, da ist eine Insel. Hey, komm mal her, Molly. Komm mal auf die Mauer. Ich angel gerade. Wenn du fertig bist. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? Was? Frauenfüße? Da hört er direkt hin. Ja, das ist der Text von Welcome to the Internet. Willkommen im Internet. Komm und nimm dir einen Stuhl. Würdest du gerne die News sehen oder die Füße von irgendeiner berühmten Frau? Also es gibt genügend Fußfetischisten. Wäre lustiger, wenn es halt nicht wahr wäre. Es gibt genügend Fußfetischisten. Ist so unfassbar bösartig und trifft halt punktgenau ins Schwarze. So muss das. Willkommen im Internet. Lass deine Sorgen daheim. Hier ist ein Tipp, wie man am besten Pasta kocht, und hier ist ein 9-Jähriger, der tot ist. Ja. Wir haben Filme und Doktoren und Fantasy-Sportarten und einen schönen Haufen mit Buntstiften gemalte Zeichnungen von allen Charakteren aus Harry Potter, die miteinander ficken. Willkommen im Internet. Ja, dafür lieben wir das Internet. Es trifft schon sehr genau zu. Leider nächste Stelle ist auch die nächste Stelle ist auch direkt über ungefragte Penisbilder. Ah! Und die lieben wir auch. Hold on to your socks, cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting, he just sent you more. Don't act surprised, you know you like it, you whore. Ja. Es ist knallhart. Ja. Bisschen auf Spider-Man-Bilder und dem Master debattieren. Nein, das ist einfach direkt in die Fresse. Start a room or buy a broom or send the death threat to a boomer or DM a girl and groom her, do a zoom or find a tumor. Aha. Es ist so wunderbar bösartig, es ist einfach nur geil. Da muss man in der richtigen Stimmung für sein. Here's a healthy breakfast option. You should kill your mom. Here's why women never fuck you. Here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Jetzt hör mal auf, sonst wird mein Stream hier noch gebannt. Nee, warum?
Der Scheiß läuft auf YouTube, der hat das Video so hochgeladen. Aber er ist auch berühmt. Tja, auf geht's, Zwergi, gib dir Mühe, dass du berühmt bist. Ah, das wird wohl nix. Ich hab gehört, als Politiker was Dummes sagen hilft da ganz gut. Auch das krieg ich hin. Politik was Dummes sagen und dann zurück auf YouTube. Das kriegen wir hin. Das wäre echt mal eine Idee. Das klingt wie irgendwas, was die Partei wirklich mal machen würde. Einfach irgendwen zum Bürgermeister wählen lassen für die CDU, austreten, nachdem er was Dummes gesagt hat und dann auf YouTube. Das kriegen wir hin. Mach mal. Ich mir vor, dass die AfD-Troller abrupt plötzlich austritt und ein YouTube-Channel mit Livestreams startet. Also ich hab schon einiges Dummes auf Twitter gesagt, aber es hat halt keiner auf gesehen. Twitter. Ja, auf Twitter. Wer ist auf Twitter? Hat halt keiner gesehen. Ich habe auch schon in Videos, einiges Dummes gesagt. Das ist, so ist es nicht. Ja, schön, aber du bist doch kein richtiger Politiker. Du bist ein Parteimitglied. Gerade so. Was sind denn? Das nächste, was ich an der Politik dran bin, ist, dass ich ein Mitglied von der LGBTQ-Vereinigung hier in der Nähe bin. Auch schon mal was. Oh ja, beim Vielbund e.V. in Darmstadt. Ja, was ist denn schon? Was ist denn schon ein richtiger Politiker? Du wurdest mindestens einmal für irgendwas gewählt, was nicht Klassensprecher ist. Ich wurde auch nie zum Klassensprecher gewählt. Schulsprecher! Hm? Schulsprecher! Du warst Schulsprecher? Wo ist denn der Sand hin? Nein, das war nur als Beispiel genannt. Hat ich nicht Sand? Oh, schade. Den Scheiß bind ich mir doch nicht freiwillig ans Bein. Ich auch nicht. So, jetzt probiere ich mal ein bisschen TNT. Hätte wahrscheinlich sogar Stimmen bekommen, hätte ich mich aufstellen lassen. Ich wäre mal fast geworden, ich habe aber gesagt... Ich weiß, nee, ihr wollt mich damit nur ficken, aber fickt euch, ich mach den Scheiß nicht. Klassensprecher wurde ich jedes Mal von irgendwelchen Leuten aufgestellt und jedes Mal sagt dich nö. Ja, genau. Haltbarkeit 3, Stärke 2 oder Stärke 1, was soll ich nehmen? So, jetzt machen wir mal einen Test. Ja. Gut, Haltbarkeit 3 also. Alles. Damit. Und jetzt bräuchte ich hier noch ein bisschen... Yes. Oh, es ist Haltbarkeit 3, Stärke 3. Wo habe ich denn... Habe ich jetzt wieder den Dings so weggelegt? Na toll. Gratulation. Gibt's hier Kies? Irgendwo. Kies gibt's überall. Fragt sich bloß wo. Ein Gieß. Oh, Zucker her. Sehr schön. Das ist Kies. Das Code Gieß. Nie gesehen. Ist ein guter Anime. Habe ich gehört, aber habe ich echt noch nie gesehen. So. Ich habe jetzt Zeit, vielleicht hole ich mal nach. Und wie gesagt, das Bo Burnham Special ist sehr gut. Gibt's auch noch eins von 2016, das ist auch sehr gut, das habe ich heute schon. Dann guck mal zu, scharf. Wir testen jetzt mal hier. Hilfe! Wir testen jetzt mal hier Dynamit. Dann lauft mir nicht gleich rüber. Okay, das Dynamit brauchst du Schwarzpulver. Schwarzpulver haben wir hier mehr als genug. Ich weiß. Ja, was meinst du, wie auf die Idee gekommen ist, mit Dynamit hier rumzuspielen? Ah, so also. So, jetzt fällt das Ding nicht auf. Ich hab die Monsterfarm geguckt. Als ich den... Nein. Du weißt doch noch das Bild, was ich gepostet habe von den Kisten in der Monsterfarm. Ach ja, stimmt. Daraufhin kam doch nur als Antwort, kann man damit nicht Dynamit machen? Hm. Und ja, so nahm das Unheil seinen Lauf. Hat er sich eigentlich schon in die Luft gesprengt? Nö, noch nicht. Ja, hast du dich schon in die Luft? Okay, dann schade. Aber den Boden habe ich schon in die Luft gesprengt. So. Du sprengst doch die Mauer, ich sag's dir. Du könntest ja zurücksetzen, hat Prof gesagt. Ja. Ja, stimmt. Dann spreng mal los. So, Prof, kannst du mal hier rüber drüber laufen? Ich bin schon hier. Geh mal hier. Ach, komm mal zu mir. Hat er ein Minenfeld gebaut? Hat eine Mine gebaut. Ich habe eine Mine gebaut. Das funktioniert also. Sehr schön. Ja. Kannst du es rückgängig machen? Mal gucken, welches. Ah, fuck it, nehmen wir Regen. Wo, wenn ich schon World Edit installiert habe, ist das doch einfacher.
Wo ist meine Holzaxt? Da ist meine Holzaxt. Was machst du da? / Pust 2 und / Regen. Ah ja, ich sehe das. Sehr schön. Dann haben wir noch, ja. Dann würde ich das so machen, würde ich hier mit Stein das aus. Das war jetzt zwar nicht das Modul über Core Protect, Stein. Aber. Stimmt, Core Protect trackt sogar World Edit Änderungen. Das finde ich immer noch cool. Das ist immer schön, wenn die Sachen aufeinander kompatibel sind. Ja. So. Welcome to the Internet! Würde ich dann sagen. Mach erstmal die Fläche hier. Weil man da draußen auch unbedingt ein Minenfeld braucht. Ich verstehe es auch nicht ganz. Wir haben hier nahezu keine Mobs mehr. Irgendwie muss man doch die Gegend in die Luft sprengen. Mal jemand aus Versehen langläuft. Der Großteil der Mobcap geht für die Mobfarm drauf. Ja, wenn nicht sogar alles. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob... Warte, ich muss mal kurz Spawner gucken. So. Es bräuchte dann halt noch jede Menge Keys. Na, jede Menge nicht, aber... Ich guck mal, was es so auf Twitter Neues gibt. Mach das. Ich könnte schon... Da reichen eigentlich die 10 TNT für das erste Minenfeld. Übrigens, weil vorhin gefragt wurde, warum Helge Schneider in den Trends ist, anscheinend wurde er jetzt zum Querdenker erklärt. Offiziell. Okay. Wie erklärt? Also von Twitter. Die Leute sagen, er wäre einer. Twitter. Er hat sich anscheinend nach seinem letzten Konzert über die schlechte Behandlung von Künstlern beschwert. Ja, weil sich jemand über weil sich jemand über schlecht. Die Regierung macht direkt einer von denen. Warten wir ab, bis die unseren Podcast entdecken. Also die ersten Folgen werden sie mögen. Ja, ich meine, wir haben uns so oft über die Regierung beschwert, dass wir sind der neue Attila Hildmann. Wir beschweren uns über alles, das ist der Unterschied. Aber demnach sind wir ja Attila Hildmann, Nein, wir sagen nicht, stützt die Regierung. Oder ja, aber das sagt doch der auch nicht. Doch, sagt der! Also ich habe schon oft genug im Podcast vom Reichstagsbrand fantasiert, also so ist es nicht. So ist es nicht. So. Jetzt vorsichtig bei mir. Jetzt immer vorsichtig beim hier langlaufen. Hier sind Minen. Bei mir wurde gerade wieder gehupt. Das ist wieder diese Zeit am Tag. Hat man's gehört? Nö. Dann bin ich froh. Und die Minen sind noch nicht scharf. Also ich finde sie schon ziemlich scharf. Aber kennt ihr das, wenn irgendwann so gegen 22 Uhr bis 0 Uhr andauernd Leute vorbeifahren und einfach permanent hupen? Nö. Unter der Woche? Nö. Ist sehr angenehm. Kenn ich nur von dir. Du berichtest es immer wieder. Ja, und es geht mir immer noch auf den Sack. Kann seit Wochen nicht vor 0 Uhr einschlafen. Armer.
Armer Moni. Ja, ist halt nervig, wenn du um 5 Uhr raus musst, ne? Ja. Das kennst du gar nicht mehr. Doch, doch. Leider schon. So, wo ist der Kies? Hier ist der Kies. Hier gibt's Kies zu gewinnen. Was? Nein. Ui, toll, jetzt habe ich 2 Kies. Für was? Für die Springfallen. Die funktionieren mit Mies, ja genau. Was passiert hier bei dir, Rot? Ich hab grad einen Tweet von Gronkh gelesen. Anscheinend führt die Verlinkung für Vidme jetzt mittlerweile zu Pornoseiten. Und jemand hat sehr schön. Und jemand hat einen Tweet von ihm, wo er das gezeigt hat. Beziehungsweise wo er die Seite gezeigt hat, ausgegraben. Ich habe in meiner Videobeschreibung in alten Videos habe ich noch Vidme-Links. Ja, ich will mal rausnehmen. Nö. Wäre mal interessant zu sehen, wo die hinführen. Wo die Links jetzt hinführen. Okay, bei der New York Post und so weiter ist in der Werbung jetzt mittlerweile auch Pornos verlinkt. Geil. Bei mir im Kanal zu meiner alten Whitney-Seite dann wahrscheinlich auch jetzt. Probier's mal aus. Kannst du mal gucken. Oh Gott. Ich könnte draufklicken jetzt hier. Wo draufklicken? Moment. Der Retweet ist verlinkt. Ich mach das jetzt einfach mal aus Spaß nicht. Jetzt vorsichtig. Die Minen sind scharf. Man sieht's eigentlich recht gut. Wenn man nicht drüber rennt. Muss halt zwischendurch immer noch so einen Block platzieren, dass du es halt nicht siehst. Immer so ein Grasbüschel dazwischen noch. Dann könnte es klappen. Es sei denn, das Schaf läuft jetzt darüber. Das ist natürlich jetzt. Wird TNT auch durch. Werden Druckplatten auch durch Schafe ausgelöst und so? Natürlich. Logisch. Sämtliche Viecher. Du auch. Ein Huhn kann den Scheiß auch auslösen, wenn es drauf ankommt. Aber nicht die schweren, oder? Hängt. Ich keine Ahnung, ich hab mit den dann schweren bleibst du dann noch nie gearbeitet. Bleib da jetzt mal stehen. Oh ja. Guck mir mal, was beim nächsten Buch rauskommt. Prof. Oh, du hast punktgenau nicht die Wand zerstört. Prof, kannst du mal zurücksetzen? Kannst du mal zurücksetzen? Das Schaf ist da drin. Wie du es geschafft hast. Genau. Okay, jetzt kann ich endlich mal ausprobieren, ja, wie das funktioniert hier mit. Kannst du mal ein Schaf zurücksetzen? Sekunde, ich muss hier raus. Ich bin hier im Loch drin. Das wäre jetzt schlecht. Mach mal. Da muss noch irgendwie einen Weg finden, wie die dann nicht durch die. Wieder keine Mobs durch die.
Aber dann meistens den Sprengradius, das kann ich so machen, dass die Mauer nicht beschädigt wird. CO Restore. Kannst du es so machen, dass die Sprengfallen vorhanden sind, oder? Zwei Minuten zur Sicherheit. Radius equals. Ich hätte gerne meine Fallen wieder, dass die nicht nochmal bauen muss. Aua. Ja, gut, dein Mikro hat gerade ziemlich geklackert. Das hat nicht funktioniert. Gut, das war dann wohl eine Minute. Das war dann wohl zu wenig. Zwei. Und? Drei. Hm. Die Druckplatte ist da, der Rest nicht. Gut. Okay. Das funktioniert schon mal wieder nicht so, wie ich es möchte. Gehen wir mal kurz mit dem Inspect drüber. COI. Inspector Mode enabled. Tja. Du musst einen Zaun hier lang machen, damit die Schafe hier nicht rumlaufen. Schon mal Zaun. Brookstone. Ist auch gut, damit wir auf unseren Wegen gehen können. TNT. Drei Fichtenzaunen. Es hat funktioniert. Nee, das Perfekt. Ist eine Leitung. Sehr schön. Deine ganzen Bauten sind noch da. Ich kann im Endeffekt jetzt einfach TNT-Schaden an sich zurücksetzen. Mhm. Nice. Dann müssen wir mal einen Zaun machen. Durchschuss, Schärfe, Schwungkraft. Ich nehme Durchschuss viermal. Warte, jetzt muss ich den Size Inspector wieder ausmachen. Ei. Vorsichtig, ja. Das TNT. Okay, cool. Wasserläufer 3, Durchschuss 4, Wasseraffinität hätte ich jetzt hier drauf. Ja, so Bücher sind teilweise echt nutzlos. Ja, Wasserläufer klingt eigentlich ganz cool. Kannst unter Wasser schneller dich bewegen. Kies. Hab ich auch drauf auf meinem. Okay, cool. Pack ich mir, denke ich, mal drauf. Habe ich gerade Schuhe? Deathstrider 3 habe ich selbst auch. Ich hab grad die Federfallschuhe. Hier fehlt der Kies. Mit Deathstrider 3 kannst du dich genauso schnell unter Wasser bewegen, wie du dich über Wasser bewegst. Nicht schlecht. Und ich glaube auch beim Schwimmen verändert das Ganze. Warte mal. Puh, jetzt muss ich nur noch irgendwas für Rüstung finden. Ah ne, Quatsch, wir hatten noch Eisenschuhe unten im der Dings. Und wir brauchen mal einen neuen Amboss. Hm. Zaun wollte ich machen. Wie macht man mal einen Zaun? Okay, ja, Schwimmen geht auch schneller. Nice. Okay. Zaun. Enchantments, was war es noch, was ich suche? Ja, hier waren. Ah, es waren Kettenstiefeln. Ah. Aqua Affinity, was warst du? Ah, Underwater Mining Rate, okay. Das ist cool. Wasserläufe war, dass man schneller schwimmt, ne? Wasserläufe ist, dass du schneller im Wasser läufst und schwimmst, genau. Okay, perfekt. Dann gehe ich jetzt eben in die Mine und hole mir irgendwie Eisen. Viel Spaß. Oder hat noch jemand für euch? Nee, hab grad nicht wirklich Eisen da.
Dann muss ich wohl den nehmen. Das wüsste ich. Klar, dass du es wüsstest. Warum haben wir wohl kein Eisen mehr? Ich habe kein Eisen. So. Zwei habe ich hier. Hatte ich nicht irgendwo Spitzhacken? Ja, ich hatte eine Diamantspitzhacke. Ah. Nehmen wir die Diamantspitzhacke. Wobei, haben wir gerade Glück oder so im als Buch? Ich weiß nicht. Ich guck mal. Was haben wir als Buch? Glück oder irgendwas? Ich glaube ein Fortune 2 Buch ist in der Kiste. Ich guck mal eben. Dann kann ich das da gleich drauf packen. Jo, viel Spaß. Effizienz packe ich auf jeden Fall drauf. Also in der Kiste rechts oben sollte theoretisch ein Fortune 2 Buch drin liegen. Ja, Glück 2 hier. Und dann packe ich am besten noch Gibt es was Höheres als Effizienz 4? Warte mal, was war meins? Nee, ja, Effizienz 5 ist das Maximum. Cool, dann kann ich die beiden Effizienz-Bücher mal eben zusammenpacken. Ja. Dass hier nichts durchrennt. Ich benutze mal eben den einen verfügbaren Amboss. Können natürlich immer noch von oben kommen. Wenn ich Eisen finde, kann ich ja gleich einen neuen machen. Ich bin mal kurz auf Klö. Viel Spaß. Viel Erfolg. Guten Tschüss.